Let's talk about books. Hallo, liebe Bücherwürmer, und herzlich willkommen zu meinem Leserückblick aus dem vergangenen Monat. Im vergangenen Monat habe ich 6 Bücher gelesen, ein Hörbuch verschlungen, 7 Comics, ein Bilderbuch und 3 Sachbücher gelesen. Ja, ihr seht, es war ein ziemlich guter Lesemonat. Ich habe ziemlich viel gelesen und ich würde sagen, wir legen jetzt auch mal direkt los mit den Büchern. Wie immer packe ich euch alle Bücher unten in einem gesammelten Circle-Link, falls ihr direkt shoppen gehen wollt. Ich kriege eine kleine Provision, wenn ihr direkt über Circle kauft. Ihr zahlt keinen Cent mehr. Wenn ihr mich sonst noch unterstützen wollt, würde ich mich total freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr das nicht eh schon getan habt. Ich habe nämlich gesehen, dass die Hälfte der Leute, die meine Videos schaut, noch nicht abonniert hat. Aktiviert auch gerne das Glöckchen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann kommt doch gerne in mein Patreon-Team. Da machen wir einmal im Monat einen Livestream zusammen. Ihr seht die Videos früher als alle anderen und ihr bekommt da die News brandexklusiv. Now, let's talk about books. Jetzt im April ist die neue Grisha-Serie Shadow and Bone an den Start gegangen. Und da ich ja bisher nur den ersten Band gelesen hatte, war mir klar, okay Lea, bevor die Serie jetzt losgeht, musst du auf jeden Fall noch Band 2 und Band 3 lesen. Und das habe ich getan. Eisige Wellen einmal und Loderne Schwingen von Leigh Bardugo. Die Grisha-Reihe ist eine Fantasy-Reihe, in der es um ein Land geht, das in Dunkelheit gehüllt wird. Und eine einfache Kartografin, Alina, entdeckt, dass sie besondere Fähigkeiten hat und sie könnte das Land entweder in den Untergang stürzen oder das Land retten. Band 2 handelt vor allem von der Suche nach einem weiteren Kräftemehrer und Alina begibt sich auf ein Schiff, das von Sturmhund geführt wird. Und Band 3 ist das große epische Finale. Auch da wird sich wieder auf die Suche nach einem Kräftemehrer begeben und am Ende kommt eine große epische Schlacht. Ich muss sagen, dass ich Band 2 einfach sehr lang und sehr zäh fand. Und Band 3 dagegen fand ich ganz gut, dass das eben nicht so wahnsinnig lang war. Also ich finde, die Reihe hat eine unfassbare Länge und es wird sich immer wieder damit auseinandergesetzt, wie sich Alina fühlt und was sie jetzt gerade irgendwie nicht mag und so. Und dieses ganze Innenleben von Alina fand ich tatsächlich leider nicht so interessant. Mich hat es eben mehr interessiert, wie die Storyline weitergeht. Deswegen muss ich sagen, dass ich dem zweiten Band eher 3 von 5 Sternen geben würde und den Lodernen Schwingen 4 von 5, weil ich das einfach total cool fand. Stichwort Nikolai. Aber mehr sage ich an der Stelle nicht dazu. Ich will euch ja nicht spoilern. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall perfekt vorbereitet für die Grisha-Serie. Ebenfalls gelesen habe ich Die Nacht der 8 von Philip Leroy aus dem Carlsen Verlag. In dem Roman geht es um eine Gruppe, die in einer Villa am Wochenende Zeit verbringen möchte miteinander und die spielen ein Spiel. Immer wenn jemand Angst hat, muss man trinken. Ja, und dieses Spiel läuft sehr schnell aus dem Ruder und nach verschwinden diese 8 Leute, die sich da zusammengesetzt haben. Ist es übernatürlich? Gibt es Geister, Hexen, Aliens und Co.? Das erfahrt ihr in dem Buch. Ich fand, das war so ein richtiger Page-Turner, der mich einfach nicht mehr losgelassen hat. Also jedes Mal, wenn ich ein Kapitel beendet hatte, wollte ich das nächste auch direkt lesen. Das Buch schafft es außerdem, dass man die ganze Zeit miträtselt, was jetzt Fiktion und was Realität ist. Es ist ein Horror-Thriller, aber Horror eher für eine jüngere Generation. Da sind ein paar Sachen dabei, die sind schockierend, aber eher wegen des Schocks und nicht, weil es besonders gruselig ist. Aber ich hatte auch so 1, 2 Stellen, da wollte ich auch am liebsten irgendwie im Hellen lesen. Es war ein cooler Ritt, allerdings fand ich das Ende irgendwie ein bisschen sehr abrupt und es geht um das Thema Verzeihen auch und das fand ich nicht so gut dargestellt. Da habe ich wirklich am Ende gedacht, ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie die Charaktere am Ende handeln. Aber das ist auch so das Einzige, was ich daran kritisieren könnte, weil das Buch einfach mich wahnsinnig unterhalten hat. Und deswegen habe ich 4 von 5 Sternen gegeben. Dann habe ich für Weltbild Liest ein bisschen was gelesen. Ich fange mal an mit dem Thriller hier. Das ist von Vincent Cleish, Todesrauschen Auris. Das ist der 3. Band der Reihe. Jula ist eine True Crime Podcasterin und sie soll helfen, den verschollenen Bruder Moritz wiederzufinden. Mit dabei ist auch der forensische Phonetiker Hegel und der soll eben auch helfen, damit Moritz wiedergefunden wird. Die beiden sind aber in einer sehr misslichen
Lage. Die werden nämlich entführt. Und da sollen sie eine Nachricht von Moritz entschlüsseln. Ich fand, dass man das Buch total gut lesen konnte, wenn man die Vorgänger nicht kennt. Also ich habe, wie gesagt, nur Todesrauschen gelesen aus der Auris-Reihe und bin damit total gut klargekommen. Allerdings, es gibt so ein paar Stellen, da hätte ich mir so ein bisschen mehr Hintergrundinfos gewünscht. Aber ich denke, die bekommt man, wenn man Band 1 und Band 2 eben auch gelesen hat. Es war ein cooler Thriller und vor allem mal was anderes einfach. Also ich fand die Idee total cool, dass man einen Fall löst mit der Hilfe von Geräuschen. Das war total neuartig für mich. Weil es ein Weltbild-Liest-Titel ist und ich ja eine Moderation gemacht habe, werde ich für die Weltbild-Liest-Titel keine Sterne vergeben, damit ihr Bescheid wisst. Ich fühle mich damit einfach nicht so richtig wohl. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und wo wir beim Thema Spaß sind, da passt dieses Buch perfekt von David Safir, Miss Merkel, Mord in der Uckermark. Auch das ist ein Weltbild-Liest-Titel. In dem Roman geht es darum, dass Angela Merkel jetzt in Rente gegangen ist und zusammen mit ihrem Hund Putin und mit ihrem Ehemann Achim einen Fall löst in der Uckermark. Das ist nämlich auf einem brüderlichen Fest ein Mann einfach tot aufgefunden worden. Und Angela Merkel weiß, das war Mord. Es ist total schräg und echt witzig. Mir hat es vor allem sehr viel Spaß gemacht, Angela Merkel mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und ich finde, dass David Safir auch super recherchiert hat. Also es kommen voll oft so Phrasen wie, ja, das war ähnlich wie damals, als Angela Merkel in irgendeiner Besprechung das und dies gesagt hat oder so. Also man merkt hier, dass der Autor sich einfach sehr mit der Angela Merkel auch auseinandergesetzt hat. Es ist echt schräg, lustig und macht einfach nur Spaß. Und natürlich will man auch wissen, wer denn den Mord begangen hat. Das heißt, man bleibt auch bis zum Ende mit dabei und rätselt mit. Dann wird es heute sehr Buffy-lastig, denn ich habe endlich Slayer von Kirsten White gelesen, das Erbe der Jägerin. Das spielt nach der 8. Staffel von Buffy, also nach der 7. ist ja die Serie geendet und die 8. Staffel gibt es in Comicform. Das Gute daran ist, dass es eine Zusammenfassung von der 8. Staffel sozusagen in dem Buch gibt, sodass man frisch einsteigen kann. Ich würde das Buch auch tatsächlich nicht empfehlen, wenn man gar keine Ahnung von Buffy hat, weil sehr viele Anspielungen auf Buffy auch in dem Roman drin sind. Es geht um Nina, die bei den Wächtern aufgewachsen ist. Und die entdeckt eines Tages, dass sie Jägerinnenkräfte hat. Und sie will dieses Erbe aber gar nicht antreten, weil sie halt schon immer eine Wächterin sein sollte. Und sie ist auch noch Sanitäterin. Für sie ist das eine totale Existenzfrage, weil sie auf einmal töten soll, anstatt zu heilen und zu helfen. Ja, und dann sind auf einmal auch die Dämonen im Wächteranwesen los und die merken, dass da irgendwas im Busch ist. Mir hat dieser Roman einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich nochmal so in die Welt von Buffy eintauchen konnte. Und vor allem habe ich super viel über die Wächter erfahren und die Ausbildung und wie das alles so funktioniert. Das war einfach richtig schön. Allerdings muss ich sagen, dass ich den Roman ein bisschen lang fand. Nina stellt immer so wahnsinnig viele Fragen, um sich mit ihrem Innenleben zu beschäftigen. Ein bisschen wie bei der Grisha-Reihe. Das war nicht ganz so meins. Das hat den Roman einfach unnötig in die Länge gezogen. Ich muss auch sagen, dass ich an der Seite immer sehr lang dran saß, weil die Schrift relativ klein ist. Also der Roman hat mich ein bisschen mehr Zeit gekostet, aber es hat sich dafür auch vollends gelohnt. Es war einfach toll, wieder ins Buffy-Universum einzusteigen und so eine Geschichte zu lesen. Auch wenn die Figuren in Buffy nicht wirklich auftauchen. Es gibt auch noch eine kleine Love-Story, die fand ich ganz interessant, weil sie einen coolen Twist hatte, mit dem ich nicht gerechnet habe. Insgesamt war ich sehr zufrieden. Ich ziehe einen Punkt eben wegen dieser unnötigen Länge ab und deswegen gebe ich 4 von 5 Sternen. Ja, und wo wir jetzt beim Thema Buffy sind, möchte ich euch auch gleich die 8. Staffel mal zeigen, die Höllenschlund-Edition. Hier sind die ersten beiden Comics drin aus der 8. Staffel in eben so einem schicken Hardcover. Und ich habe mir das zum Anlass genommen, jetzt mal endlich einzutauchen in die 8. Staffel. Ich habe die ersten beiden Comics auch hier aber noch nie gelesen. Einfach weil ich immer dachte, ja, ich gucke erst nochmal Buffy, dann gucke ich nochmal die 7. Staffel und so und dann lese ich nochmal die Comics. Aber es ist irgendwie Quatsch. Deswegen habe ich mich jetzt mal in die neue Staffel reinversetzt. Buffy und die Scooby-Gang leben in einer
Burg und da trainieren sie ganz viele Jägerinnen. Ja, und eines Tages wird die Burg angegriffen und irgendetwas ist da nicht ganz in Ordnung. Auch Faith ist wieder mit am Start, denn die soll verdeckt ermitteln für Giles. Es ist eine super coole Geschichte. Ich war sofort wieder drin und ich konnte mir das auch richtig gut vorstellen, dass das die 8. Staffel eben von Buffy ist. Bis auf so ein, zwei Ausnahmen, die ich ein bisschen seltsam fand, von denen ich mir dachte, okay, da glaube ich nicht, dass sie das in der Serie gemacht hätten. Aber insgesamt bin ich super happy damit. Ich bin quasi durch diesen Comic nur geflogen. Ich habe den, glaube ich, nur einmal kurz zur Seite gelegt, um irgendwie was zu trinken oder so. Also ihr seht, der Comic hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und deswegen gebe ich auch 5 von 5 Sternen. Ja, weil ich dann unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht, habe ich dann den 3. Band gelesen, Wölfe, den hatte ich noch hier. Und darin geht es darum, dass die Scooby Gang zu Dracula geht, weil sie neue Feinde haben. Und die haben ähnliche Kräfte wie Dracula. Und dann wollen sie Dracula natürlich in ihr Team holen, um auf der gleichen Seite zu kämpfen. Ich fand das super cool, dass Dracula wieder am Start war. Den kennt man ja eigentlich nur aus einer einzigen Folge Buffy. Deswegen war das irgendwie ganz frisch und ganz nett zu lesen. Ich muss aber sagen, dass ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Das Problem ist aber, dass Band 4 und Band 5 von der Reihe vergriffen sind und man einfach nur noch zu einem absurd hohen Preis finden kann. Das heißt, ich muss warten, bis die nächsten Höllenschlund-Editionen rauskommen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht und ich habe auch wieder 5 von 5 Sternen vergeben. Dann habe ich ein Hörbuch gehört. Ich blende euch hier auch noch das Cover ein. Ich habe praktischerweise auch das Buch hier. Deswegen zeige ich euch das auch mal. Und zwar Die Verlorenen, Anno Initium 2 von Dinko Skopeljak. Das ist der 2. Band der Reihe und hier geht es darum, dass die Gruppe von Überlebenden auf Mallorca jetzt sich ein wenig trennt voneinander und alle so ihre Wege gehen. Das spielt ein halbes Jahr nach dem Ausbruch der Zombie-Apokalypse. Das heißt, die müssen sich auch hier wieder neu orientieren. Ich habe auch ein ganzes Video zu Die Verlorenen gemacht. Das werde ich euch hier überall nochmal verlinken, wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren wollt. Und da erzähle ich auch von meinem Zombie-Survival-Plan. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand den 2. Band noch besser als den 1. Hat mir einfach tierisch viel Spaß gemacht, da einzutauchen. Und ich habe 4 von 5 Sternen gegeben. Dann habe ich ein Bilderbuch gelesen, und zwar ein kleines Wenig anders von Claire Alexander. Da geht es um diese Plufer. So heißen diese kleinen Männchen. Und ein Plufer von denen ist ein bisschen anders. Der ist bunt anstatt grau. Und der möchte eben zeigen, dass man auch bunt sein darf. Es ist eine total schöne Geschichte über Andersartigkeit und dass man individuell sein soll. Das war einfach nur schön, wahnsinnig bunt und ich fand die Message dahinter auch einfach toll. Und deswegen habe ich dem Titel 5 von 5 Sternen gegeben. Jetzt haben wir eine super Heldenzeit. Ich habe die Hefte 23 und 24 der Avengers gelesen. In Heft 23 geht es darum, dass die Avengers gegen Moon Knight kämpfen. Und zwar wollen sie das Starbrand-Kind vor ihm beschützen. Im ersten Teil des Comics werden auch nochmal quasi alle Partien der Avengers gezeigt, was die gerade so machen. Also zum Beispiel den Kampf gegen die Vampire, der ja auch irgendwie immer noch präsent ist. Und was im Avengers Mountain abgeht. Ich fand es auf jeden Fall eine coole Vorgeschichte zu Band 24, denn hier geht es um den tatsächlichen Kampf gegen Moon Knight. Und vor allem, dass man das Starbrand-Kind halt schützen muss. Was mich ein bisschen irritiert hat, es ist wirklich nur eine Episode und dann geht es weiter mit einer komplett anderen Geschichte vom Avengers Empire. Das habe ich auch gelesen, aber auch nur, weil Quicksilver und Scarlet Witch dabei waren. Waren auf jeden Fall ganz unterhaltsam, aber ein bisschen sehr in die Länge gezogen mit Moon Knight einfach. Dann habe ich den 5. Band von War of the Realms gelesen und das ist der Abschlussband der Geschichte, das große Finale. Hier werden quasi die Konsequenzen nach dem Kampf mit Malekith gezeigt. Heimdall und Daredevil besprechen sich. Jane Foster wird zu Valkyrie, was ich richtig, richtig cool finde. Und auch Loki spielt in diesem Heft wieder eine Rolle. Was ich ganz interessant fand, dass eben ganz viele unterschiedliche Avengers gezeigt wurden und dann hieß es immer, weiter geht's in dem Band von dem Einzelnen. Also weiter geht's zum Beispiel im Valkyrie-Band, weiter geht's im Loki-Band. Wenn man also die Geschichte weiter verfolgen muss, muss man auch die anderen Bände lesen. Dann habe ich gelesen, das Birds of Prey Harley Quinn Special mit 2 kompletten
ganzen Stories. Im ersten Band geht es darum, dass Harley Quinn nach Coney Island kommt. Und im zweiten ist es so eine kleine Geschichte, wie sie einen Djinn kennenlernt, der Wünsche erfüllen kann. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kannte die Stories aber allerdings schon, weil das nämlich aus den Harley Quinn Heften ist. Aber ich finde es super als Einstieg für diejenigen, die noch nie einen Harley Quinn Comic gelesen haben. Außerdem gelesen habe ich Meisterdetektiv Pikachu. Das ist quasi der Comic zum Film. Deswegen hat der Comic mir nicht sehr viel Neues erzählt, aber es war schön, die Geschichte von Detective Pikachu nochmal zu erleben als Comic. Vor allem, weil ich fand, dass Pikachu einfach noch ein Stück sassier war. Es hat mir einfach total viel Spaß gemacht, nochmal in diese Geschichte einzutauchen. Und deswegen würde ich auch 4 von 5 Sternen vergeben. Es sind einige Sachen leider rausgenommen worden, wo ich mir dachte, schade, das hätte ich jetzt gerne noch an der Stelle gesehen. Deswegen ist das so der einzige Kritikpunkt, den ich äußern könnte. Und dann habe ich mir auch noch ein paar Sachbücher angeguckt, und zwar das Star Wars Buch. Das ultimative Wissen über eine weit, weit entfernte Galaxis. Und hier ist wirklich alles drin, was ihr irgendwie über Star Wars wissen solltet. Ich finde, das ist ein super Begleitband, wenn man sich ein bisschen mehr mit Star Wars auseinandersetzen möchte. Man hat zum Beispiel ein Kapitel darüber, wie die Macht ist. Es werden einzelne Figuren, auch Kreaturen dargestellt und gezeigt. Hier haben wir zum Beispiel Chewbacca. Es werden Luft- und Bodenfahrzeuge vorgestellt. Es gibt ein Kapitel über die dunkle Seite der Macht, über die helle Seite der Macht. Es gibt Zeitleisten, also wirklich alles für Zusatzinformationen über Star Wars. Ich fand, es war einfach super aufgebaut. Das war so ein Buch, wo man immer wieder mal so ein bisschen drin gelesen hat. Und ich habe absolut nichts daran zu kritisieren. Deswegen gibt es 5 von 5 Sternen. Und wo wir schon bei Star Wars sind, da habe ich das Star Wars die Lichtschwert-Kollektion noch für euch. Hier werden alle Lichtschwerter, die es irgendwie zu sehen gibt in Star Wars, auch in den Spielen und in den animierten Serien gezeigt. Und das fand ich einfach richtig cool. Man hat auch manchmal so Seiten zum Ausklappen. Das war einfach total schlau gelöst. Also ich hatte wirklich viel, viel Spaß mit diesem Heft, weil man einfach super viel auch noch mal über die Lichtschwerter erfahren hat. Also es gibt am Anfang auch noch so eine Erklärung dazu, was eigentlich ein Lichtschwert überhaupt ist und wie so das Training läuft und so weiter und so fort. Also es ist ein total tolles Heft für Star Wars Fans und ich finde, das ist so ein richtig schönes Coffee Table Book. Und was ich vor allem cool fand, auch die Lichtschwerter in Episode 9 sind mit drin. Das war ein großer, großer Bonuspunkt für mich. Ich habe 5 von 5 Sternen vergeben. Und zuletzt habe ich mir angeschaut 100 Ideen für eine bessere Welt von Lego. Hier sind 100 Ideen drin, wie man quasi seinen Alltag besser gestalten kann. Ich finde das vor allem richtig schön für Kinder, weil hier Aufgaben drin sind zusammen. Zum Beispiel verleihe Preise. Meine Damen und Herren, durch diesen Abend führt sie meine Wenigkeit. Feiere deine Freunde und Familie mit einer Preisverleihung. Das heißt, man nimmt sich seine Lego-Kiste, dann baut man einen Preis und dann kann man eben so eine Preisverleihung machen. Ich finde, da sind total viele schöne Ideen drin, wie man seinen Alltag eben schöner gestalten kann und man hat auch wirklich was zu tun. Und vor allem finde ich es cool, hier ist noch so eine Übersicht. Was machst du heute? Da kannst du dann gucken, das Wetter ist schlecht und dann schlägst du die Seite auf und kriegst einen Tipp, was du dann machen kannst. Oder wonach ist dir aktiv sein? Und dann guckst du nach, welche Seite aktiv sein sich mit beschäftigt und dann kannst du eben diese Lego-Aufgabe lösen. Also total schön als Beschäftigungsbuch für die Kleineren. Fand ich cool. Ich habe 5 von 5 Sternen gegeben, weil ich absolut daran nichts zu kritisieren habe. Mein Highlight im vergangenen Monat ist definitiv das Buffy-Buch. Ich fand Staffel 8 einfach wahnsinnig spannend und es hat mich so abgeholt. Ich freue mich einfach so darauf, diese anderen Comics zu lesen. Also falls irgendjemand Band 4 und Band 5 zu Hause rumliegen hat und es nicht mehr haben möchte, ich bin interessiert. Ja, das war's auch heute mit meinem Leserückblick. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr denn zuletzt gelesen habt. Würde mich mal total interessieren. Und vor allem, was hattet ihr denn für ein Highlight in diesem Video? All das in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Das war's heute auch von mir. Vielen, vielen Dank an all die Verlage und die Autorinnen und die Autoren und ein besonderer Dank an den Ronin Hörverlag. Das war's heute von mir. Ich bin Lea von Librarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Librarium. Oder ihr kommt mich gleich auf meinem Blog, in meinem Etsy-Store oder auf meiner Patreon-Seite besuchen. Mir gibt's jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein geekiges oder buchiges Video und wir sehen uns dann in einem nächsten Video, vielleicht auch montags im Weekly-Vlog. Bis dann. Ciao, Bücherwürmer. In eine Villa von einem der Jugendlichen und eine einfache Kartenlese. Und eine einfache Kartenschrift. Ja, die beiden sind aber in einer sehr
Also der Roman hat mich ein bisschen gekollt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fand Affelstart. Genau. Im ersten Band geht es darum, dass